Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und wir fangen wieder von vorne an mit den Romulanern. Jupp, ihr hört Oh, gerade diese richtig. scheiß Jetzt fragt ihr Kampagne. euch vielleicht, machst du das wirklich bloß, um gegen das Dominion zu spielen? Nope. Ihr sitzt ein kleiner Blödkopf vor euch, der vergessen hat zu speichern. Ja, ihr hört gerade richtig. Ich habe anscheinend vergessen, das letzte Let's Play, was ich aufgenommen habe, zu speichern. Also die letzte Map fürs Let's Play. Und ich darf von vorne anfangen. Yay, wir How may freuen I uns serve? alle gemeinsam und ich könnte ganz ehrlich, ich war gestern so sauer auf mich selbst. Na gut, fangen wir von vorne an. Ihr seht schon, ich habe schon ein bisschen How was may I serve? vorgebaut. Lass uns mal hier oben nach Engage Tritt 2 engines. fliegen. Ich versuche das New jetzt hier mal ein ramp bisschen detected. zu How may I serve? beschleunigen, wenn das I geht am mit your den command. Romulanern. Engage engines. Was ist hier unten? Kolonie 2, Kolonie 4. Gut, das ist alles wie immer. Oh, UA ist ein Asteroid, das gefällt mir. Proceed to coordinates. Ja. Mir ist was aufgefallen. Ich habe in letzter Zeit sehr viel mit Tim LP privat gespielt. Ich habe auch so mal privat ein bisschen Romulaner gespielt. Und habe ich voll eins auf die Nase gekriegt. Denn mir ist New da eine ramp Kleinigkeit aufgefallen, detected. da war ich echt schockiert. Und zwar der Wing Defender, mein über alles geliebter Wing Defender. Ich möchte euch bloß mal darauf hinweisen, wir haben es hier mit einem New Siege ramp Destroyer zu tun, detected. also ein kleineres Schiff. 630 Credits, 90 Tritanium, 75 Dilithium. Und dann habe ich mal geguckt, den ersten Kreuzer, den wir kriegen, ist der Griffin. Guckt euch mal die Preise an. 480, 80. Ja, ich war so baff, als ich How may das I serve? gesehen habe, dass der Lock weapons and fire. Wing Defender so teuer ist. Station Ja, da habe complete. ich mich richtig geärgert. Und das ist, glaube ich, auch immer mein Fehler in meiner Strategie. Ich muss echt mal gucken, müssen wir darauf achten, wie teuer die einzelnen Schiffe sind. Guckt, weil selbst der Raptor, der Torpedo Destroyer, ist billiger als der Wing Defender. Das ist schon, ja, ich war schon ein bisschen entsetzt, als ich das gesehen habe. Die Lunara-Klasse ist tatsächlich. Ist, kann das sein, dass das das teuerste? Ja, Tatsache, der Wing Defender ist das teuerste Schiff hier. Our Ist research ja is interessant. complete. Das muss man ganz kurz gucken. Also, der Griffin, den möchte ich ganz gerne haben. Also, werde ich so oder so den Ding. Oh, Alter. Gott, diese White Wind Class New war ramp früher mal der detected. Tevero Bird of Prey von Archer. Ich würde mir eigentlich ganz gerne wieder wünschen. Aber das ist ein Schiffsmodell, auf das ich mich freue, denn New der ramp White Wind ist, detected. glaube ich, auch aus Star Trek Phaser, dem Brettspiel, das ich schon öfters erwähnt habe. Da freue ich mich schon drauf. We Heavy have successfully Defender, der ist colonized. okay. Und okay, gut. Also, wie gesagt, ich werde versuchen, so schnell wie möglich an den Griffin zu kommen. Ich werde also trotzdem Wing Defender erforschen müssen. We have the superior Aber firepower. das soll uns jetzt hier erstmal nicht weiter stören. Da rauscht noch das durch. So, jetzt lasst uns mal ganz kurz gucken. Ich hoffe, ihr hört den Mähdrescher im Hintergrund nicht, weil wenn ihr den hört, dann bin ich sauer. Ja, holen wir uns erstmal die Shrike. Aha. Muss ich also wirklich erstmal Torpedos erforschen? Ja, We lack the resources. ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu sein. Ich versuche auch schneller eine Flotte zusammenzukriegen, vor allen Dingen eine stärkere Flotte. Wir haben ja das letzte Mal gesehen, was passiert ist, als uns die Föderation New angegriffen ramp hat. detected. Die Föderation ist wieder hier drüben. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Wir haben also die Föderation auf Chrisari, die Klingonen auf Cardassia. Und wenn es jetzt richtig ist, guck mal, wir haben da im Worta, wir haben das Dominion, oder besser gesagt die Cardassianer, die sich hoffentlich dann mit dem Dominion alliieren, haben wir auf, was ist hier unten auf der Map? Taurus, glaube ich, oder? Ich glaube Taurus. Ich bin mir gerade nicht sicher. New planet detected. Ja. Ich hoffe, dass wir da so schnell wie möglich hinkommen. Die Proceed to zweite Sache, die coordinates. ich ganz gerne so schnell wie möglich machen möchte, ist meine Forschung. Hier ist allerdings jetzt das Problem. Mir ist aufgefallen, dass die Föderation in einer besseren Position ist. Ich habe bei der Föderation Proceed tatsächlich einen to Planeten gefunden, und coordinates. zwar diesen L-Planeten. Ist Our das hier research Hanon? is complete. Hanolan, nicht Hadorn. Hadorn-Kugeln gibt es da nicht zu kaufen, nützt. Hanolan ist ein ganz schön krasser Planet, muss ich mal so sagen. Da kann man quasi seine komplette Forschung reinstecken. Und guck mal, es ist quasi der zweite Our Planet. Ich research is sag, der dritte complete. Planet, den man erobern muss. Er ist sehr nah an der Heimatwelt heran.
Man kann von da aus dann diese ganzen Planeten, die man hier noch erobern kann, kann man dann ausbauen mit Elitenstationen, mit Handelsstationen, weiß ich was. Die Föderation hat definitiv eine richtig gute Basis und hier ist mein Problem. Ich habe zwar hier auch einen Elbplaneten, Kalestron, aber erstens ist es eine Schlüsselposition zu meiner Heimatwelt und zweitens warten da die Sona auf mich. Und Hanulan, da warten bloß ein paar, wenn ich jetzt mal schätzen darf, die Takayaner. Das ist arschig. Ich hätte auch gerne so einen Planeten. Jetzt ist natürlich meine Strategie, so schnell wie möglich erstmal die Forschung aufzubauen. Möglichst nicht nach hier oben. Denn hier oben gerade dieser Planet, der Y-Planet, der Y natürlich, das Fragezeichen, Entschuldigt, der Fragezeichen-Planet hier oben, das ist Schlüsselposition, da werde ich mich mehr drauf konzentrieren, dass wir da eine fette Defense aufbauen. Hier möchte ich nicht unbedingt, weil der Gegner kann, es ist halt scheiße, ich muss mal gucken. Obwohl, wartet mal, FS ist auch ein schöner Planet, da könnte man einen Außenposten hinbauen. Das ist also nicht schlecht. Ja, Forschung ist hier natürlich das A und das O und ich möchte das nicht zu sehr an die Front bringen, damit, wenn mich der Gegner überfällt, ich nicht gleich meine ganze Forschung verliere und ich alles von vorne aufbauen muss. Halt, wartet mal, jetzt war das so dumm. So, erstmal das. Ja, das ist mir halt sehr wichtig, gerade weil, als die Föderation hier letztens eingegriffen hat, da hatte ich schon ziemlich Schiss, dass die mir die Forschungsstation auseinanderreißen, aber naja, wir werden sehen. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe ja im letzten Let's Play so ein bisschen rumgewundert, ja, eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, warum mir die Romulaner nicht gefallen. Mir ist es jetzt aufgefallen, ich möchte bloß mal darauf hinweisen, das ist jetzt gerade der Preis, der mir so im Kopf, den ich gerade im Kopf habe. Ich möchte bloß mal darauf hinweisen, guckt euch mal Tomadak an. 1870 Credits. Ich weiß von der Föderation her, dass Janeway den ersten Hero, den man bekommt, ich glaube 630 oder 680 Credits kostet. Es ist natürlich, Sela ist genauso teuer wie Tomadak. Das finde ich gerade sehr interessant. Und auch Donatra. Also die Heroes sind hier alle zwar gleich teuer, aber der erste ist schon richtig, richtig biestig mit seinem Preis. Worauf ich hinaus will, die Romulaner sind halt sau teuer in der Flottenentwicklung bzw. auch im Flottenaufbau. Das ist wahrscheinlich auch das Problem, was ich immer mit den Romulanern hatte. Bis man hier wirklich was hat, das dauert eine Weile. Aber gut, deswegen hier kleiner Strategiewechsel. Ich versuche jetzt hier Colonization 2 zu kriegen, so schnell wie möglich. Denn hier ist ja der Punkt, ich möchte so schnell wie möglich viele Planeten übernehmen und da möchte ich dort die Ressourcen abbauen. Das Aufbauen, also da Stationen hinzuklatschen und so weiter und so fort, das können wir immer noch machen. Das Wichtige ist erst einmal, dass wir die Ressourcen kriegen. Und ich denke mal, wartet mal, halt, ihr bleibt mal da. Ich glaube, ich hole mir schnell noch FS, auch wenn er uns keine Ressourcen gibt, aber dann sind wir hier auf jeden Fall um eins sicher. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, die Idee, die ich habe, ist, so wenig wie möglich erstmal in Stationenbau reinstecken, damit wir viel Ressourcen kriegen, eine größere Flotte aufbauen können und uns dann besser verteidigen können. Die zweite Sache, die ich ganz gerne probieren möchte, ist, gleich eine zweite Flotte mit Tomalak aufzubauen. Also keine Ahnung, wie effektiv das ist. Aber ich hoffe, ich kriege das jetzt erstmal hin. Gleich die nächste Sache, die ich erwähnen möchte. Ich möchte auch hier gleich das auftunen. Warum soll ich dazu eigentlich immer auftunen? Na gut, man tunt quasi seine Schiffe auf. In der Hoffnung, dass unsere Schiffe länger gegen den Gegner bestehen. Wing Defender könnten wir gleich den Griffin holen. Naja, ich warte lieber noch ein bisschen. Ich werde jetzt hier erstmal schnell die Forschungsstation hinklatschen. Das sollte jetzt eigentlich reichen, dass wir... Genau, wir kriegen jetzt Colonization 2. Das ist super. Da sind wir schon mal so weit, dass ich zufrieden bin. Ich könnte jetzt auch schon meine Ressourcen verbessern. Also meine Income Rate verbessern. Ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich, wenn hier unten die Station steht.
Hier. So, und jetzt sind wir nämlich hier auf 3, richtig? Jawohl. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Dann können wir nämlich schon mal die Disruptoren soweit auf Stufe 1, nenne ich es immer gerne, bringen. Also hier den ersten Forschungszweig erforschen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir kommen bis zu diesem Ding. Das möchte ich nicht unbedingt haben, das ist doof. Was ich gerne haben will, ist der Harrier und der Dederedex. Und die Valor und natürlich die Helden. Aber darum kümmern wir uns später. Könnt ihr jetzt schon Disruptoren aufrüsten? Aber ich glaube, das mache ich aber noch nicht. Ich gehe mir jetzt erstmal hier das holen. Warum sind die... Achso, ich habe den vorhin nur befohlen, da erstmal sich zusammen. Ich kann mich wieder erinnern. So, dann haben wir jetzt schon 4 Planeten. Das ist dann mein nächstes Ziel. Wie sieht meine Income Rate aus? Ja, na gut. Geht für den Anfang. Ich glaube, ich gehe dann wirklich erstmal auf Ressourcen. 80. Shit. Ich bin noch ein bisschen grün. Oh, der wird hier angegriffen. Wo ist denn der zweite, ja? Hier drüben? Ne, hier ist schon meine Flotte angekommen. Wo bist denn du? Ich glaube, 1 Grad habe ich schon verloren. Das ist ein bisschen doof, aber na gut. Kann man jetzt nichts machen. Jo. Oh, ich habe immer noch nicht. Es ist einer der Gründe, warum ich jetzt so schnell wie möglich Ressourcen mir hier holen möchte. Meine Income Rate verbessern. Ich tuckle mir hier eins zurecht, das ist sagenhaft. Und ich gebe zu, das geht mir schon ein bisschen auf den Keks. Aber wie sieht hier unsere Eier? Eier. Ich sehe gerade, was ich falsch gemacht habe. So, ich hätte jetzt erstmal gerne das da. Hat der hier eigentlich... Ja, er hat sogar 2 Dilithium-Asteroiden. Das gefällt mir. Ah, dann müssen wir immer so lange warten. So, die zerfetzen hier gerade die Miradnorm. Das gefällt mir. Jetzt habe ich auch 8 Minuten für das Video. Das ist auch gut. So. Und jetzt das hier noch schnell. So. Okay. Dann haben wir den jetzt auch. Kriegen wir ein bisschen mehr Dilithium. Es ist mehr brave zu leben. Wie gesagt, die Idee, die ich habe, ist jetzt so schnell wie möglich 2 Flotten aufzubauen, sollte die Föderation sich dazu entschließen, wie beim letzten bei uns anzugreifen. Das möchte ich natürlich verhindern, dass, also sagen wir es mal so, einen effektiven Angriff möchte ich natürlich verhindern. Warum ist die Fregatte da eigentlich noch in dem System? Ach, egal. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ja. Das Problem ist gerade, bei mir ist es wirklich unheimlich warm. Und immer wenn es warm ist, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, immer wenn es so unheimlich warm und schwül ist, werde ich müde. Und ich werde unkonzentriert und wie ihr seht, ich habe jetzt hier noch nicht mal so richtig eine Flotte gegründet. Und wundere mich, warum der da in dem System noch rumsteht, die Fregatte. Ich hoffe, dass die Fregatte das Dingsschiff aufgehalten hat. Das. Ach, sag schnell, wie heißt das? Hier, Scoutschiff, jetzt habe ich's. Ja, mal gucken. Proceed, Centurion. Der Schlimmste an diesem scheiß warmen Wetter ist ja draußen. Ist so ein Krach, dass ich nicht mal mein Fenster aufhaben kann. Es könnte euch eventuell stören. Draußen war nämlich so ein Mähdrescher oder. Irgendwie sowas und die ganze Zeit. Nee, das möchte ich euch nicht im Let's Play antun. Und mein Zimmer ist leider so klein, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, ein paar Mal. Mein Zimmer ist leider so klein, dass hier ruckzuck die Luft raus ist und dementsprechend werde ich noch müder. Also versuche ich jetzt deswegen auch so schnell wie möglich zu sein, dass ich dann später hier einschlafen kann. Ja, eigentlich nicht, weil es könnte peinlich werden, wenn ich hier einfach einpenne. Station complete. Ja, kommt, das holen wir uns jetzt hier schnell. Gut.
Dann haben wir da soweit erstmal die Ressourcen. Jetzt drehen wir hier FS. Ja, ich kann das auch bloß immer wieder wiederholen. Ich hole mir jetzt erstmal die Planeten. Bebauen tue ich die dann später. Und worauf ich es jetzt erstmal abgesehen habe, ist Kaldic. Obwohl Kaldic kein Klasse L-Planet, also kein Large Planet ist. Ich hoffe, dass der mir das gibt, was ich brauche. So. Ach du Scheiße. Bist du ein L-Planet? Nee, du bist ganz normaler. What the fuck? Warum brauchst du dein... Ach Quatsch. Vergiss das. Ich habe mich jetzt gewundert, warum ich hier zweimal das die zivile Infrastruktur erforschen kann. Aber das kann ich ja hier bei dem Asteroiden auch. Vergiss das. Gut. Oh, da oben ist eine Ferengi-Station. Ah ja, wollte ich ja mal erwähnen, wer von euch auf der offiziellen Website von dem Matrum springt, wird euch, vielleicht ist was, euch was aufgefallen. Tatsächlich wird meine geliebte Galaxy-Klasse nochmal ein bisschen grafisch überarbeitet. Ich war da ziemlich baff, als ich diese neuen Bilder gesehen habe. Und beschweren werde ich mich definitiv nicht, weil, naja, wie gesagt, die Galaxy ist ja mein Lieblingsschiff. Obwohl ich nicht gedacht hätte, dass sie die jetzt so schnell wieder überarbeiten, aber na gut, ich nehm's. Gut, damit sind wir dann hier auf Stufe 2 und kriegen 26% mehr Income. Das nehme ich erstmal. Gut, dann würde ich jetzt sagen, gehe ich erstmal bis zum Griffin. Oh, Alter, wenn ich mir die Preise von Tomalak angucke, da könnte ich weinen. Detected. Gut. Also, Wing Defenders erstmal. Und sobald wir dann Tomalak haben, gehen wir erstmal auf Waffenforschung und Schildforschung und so. Ich habe so das Gefühl, dass die Föderation schon wieder wartet ohne Ende. So, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Das hier wäre ein guter Außenposten. Das hier wäre ein guter Außenposten. Kobliat ist bloß unheimlich teuer in der Erforschung, sage ich jetzt mal. Stufe 4 für Colonization. Das dauert noch eine Weile, bis ich da bin. Oh, ja, das ist auch ein schöner Planet. Der hat schön viele Ressourcen. Okay. Was ist mit dem hier? Na, der geht so, der schleicht. Kaldic, ja. Gut, also ich werde gerne hier auf SF-47, FS, ja, war richtig, da werde ich gerne Allegiance hinbauen, damit wir hier den Gegner, damit wir das Territorium des Gegners so ein bisschen, so blöd wie sich anhört, unter unsere Kontrolle bringen. Und hier möchte ich ganz gerne noch Forschung reinpumpen. Ich glaube, das mache ich dann auch als nächstes, wenn es mir wieder um Forschung geht. Proceed, Centurion. So, du bringst mir sogar ein bisschen Income Rate, das ist super. Du bist auf 0. Oh, mehr als 0 geht bei dir nicht, alles klar. Ja, bei dir bin ich jetzt erstmal soweit zufrieden. Meine Flotte kann da jetzt runterdüsen. So, dann haben wir den schon mal. So, Griffin ist damit erforscht. Holen wir uns als nächstes Tomalak. Und wenn ich dann als nächstes meine Flotte upgrade, dann haben wir schon mal Tommy. Und ich glaube, den könnten wir dann sogar eine Shrike-Klasse-Flotte geben, erstmal. Ja, mal gucken. Ich bin gerade am Überlegen, obwohl zwei Flotten wären nicht schlecht. Kann ich die eine hier oben abstellen? Proceed, Centurion. Was brauchtest du? 216. Gut, dann machen wir das jetzt so. Und wenn ich das nächste Mal vorbeigucke, sollte Herr Tomalak erforschbar sein. Bring all weapons to bear. Oh, Moment mal, was soll ich hier machen? Soll ich Föderation angreifen? Ja, das habe ich vor, lieber Klingone. Aber das dauert noch eine Weile, bis ich mich dahin gekämpft habe. Also wie ich die KI kenne, will die bestimmt nach Farius. Und dann über den Kalandra-Nebel hier oben. Dann nach FS, da wette ich drauf. Gut. Tomalak sollte damit, jawohl, den können wir uns jetzt holen. Supi.
So sieht das doch geil aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.